Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und wir haben die Replay Challenge Kalenderwoche 50, die läuft. Wir sind unterwegs mit Reno Nator vom Clan BOFAM im AE Phase 1 Phase 1, dem Belohnungspanzer für die Frontlines Episode. Und das ist eine duale Kette auf der rechten und auf der linken Seite. Das heißt, wir haben zwei Kettensporen, aber insgesamt vier Ketten. Ein hervorragender Turm, eine exzellente Kanone. 120 mm, 400 Schaden Alpha bei 258 Durchschlag auf scharfen Munition. Auf Premium 340 Durchschlag und auf HE sind 60 Durchschlag bei 515 Schaden. Das ist auf jeden Fall ein gutes Geschütz in puncto Genauigkeit, rangiert zum oberen Mittelfeld. Und der Turm ist frontal ganz schwer zu penetrieren. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist wahrscheinlich nur Gewöhnungssache. Und einer der stärkeren 9er Panzer, die man fahren kann. Es gibt da keine richtig schlechte Panzer auf Stufe 9, gibt es ja nicht mehr. Und der reiht sich da auf jeden Fall bei den etwas besseren Panzern ein. Wir sind in einem reinen 9er Gefecht gelandet auf Küste und wir fahren, wie gesagt, mit Reno Nator, okay. Brauche ich ein bisschen Zeit für. So. Das Typische, was wir auf Küste haben, ein zweigeteiltes Spielfeld. Es gibt welche, die fahren durch die Mitte, die jetzt, sagen wir mal, nicht so wichtig ist. Auch wenn wir da mit drei Aufklärern unterwegs sind. Und hinten auf der 1er 2er Linie fährt alles, was mit Gunnebüschen und gesegnet ist, herum. Und die schweren Panzer normalerweise hinten auf der 8er, 9er, 0er Linie über die halben Inseln. Normalerweise meine ich damit, der E50 fährt da und trifft auf den Skoda T50. Sagt eigentlich schon eine ganze Menge aus. Oh, schaut euch an, wie genau. M103. Kriegt da direkt eine eingeschenkt. Und dann sind wir mit Premium-Munition beim M103 wieder durchgekommen. Der Turm ist nämlich nicht so prall. Standard B gibt uns da einen in die Seite. Will ich jetzt hier ein bisschen Gunnebüschen ausspielen? Da brauchen wir es nicht probieren. Also wenn man es schafft, hier ganz nach vorne zu fahren, da wo der M103 jetzt steht, und sich da ein direktes Gefecht zu liefern, dann kann man das auf jeden Fall machen. Ansonsten muss man hier von dieser Scharte ausschießen. Hat den großen Nachteil, hier passen maximal zwei Panzer nebeneinander und die müssen Gunnebüschen haben. Ansonsten hier hinten aus der zweiten Reihe schießen, die Panzer gehen alle sofort auf, weil die Büsche relativ nah an den Steinen stehen und man nicht so weit dahinter fahren kann, dass man da Druck ausüben kann. Das ist dann halt ein bisschen schlecht. Was ich noch vergessen habe, der junge Mann fährt im Zug mit Verfall 1991, glaube ich. 1998, Entschuldigung, aus demselben Clan, der fährt allerdings Arti 212 Alpha, das fehlte hier noch. Vielen Dank fürs Einsenden, auf jeden Fall fürs Replay, den habe ich tatsächlich nicht so oft, obwohl den einige Leute haben, aber auf Stufe 9 fahren. Für viele noch eine extra Herausforderung. Also setzt auf jeden Fall exzellent, sehr gut seinen Turm ein. Der hält wirklich viel aus. 1530 Schaden haben wir schon geblockt. E50 verabschiedet sich da. Mit Premium-Munition absolut kein Problem. 340 Durchschlag reichen da ganz locker. So, wenn wir jetzt irgendwie die linke Seite hier geräumt bekommen, dann können wir auch Richtung M103 vorgehen, der sich gerade die nächste Granate einfängt. Also wer sich wirklich traut, über den Amerikaner zu fahren und sich diesen Grind antut, dem kann ich nur alles Gute wünschen. Ich bin da absolut kein Fan von der Kiste. M103 ist einer der schwächsten 9er für mich. Gerade im Heavy-Bereich gibt es deutlich bessere Panzer. Und die kommen aber fast alle aus Russland. Jawohl, T55A kassiert da 430 Schaden von uns, bleibt dafür bei uns in der Panzerung hängen. Wir werden hier ein bisschen im Stich gelassen. T54 Light hat sich zugezogen, der Patton und auch das Skoda T50.
Es sind nicht mehr in unserer Richtung unterwegs. Hallo M103. Oh. Das war abgeprallt. Da versucht es auch wieder einer. Immer noch der T55A. Da hinten ist der Udes, den sehen wir an der Seite. Dann sag mal Hallöchen. Wir haben noch 6 Schuss Premium Munition. Danach geht es mit Standard oder AE weiter. Ah, der Turm ist noch nicht so prall, aber beim Udes 16. Beim 15-16 wird es dann deutlich besser. Kriegen wir jetzt ein bisschen Schützenhilfe vom Patton und vom T54 Light. Nee. Nee. Zwar das richtige Ziel gesucht, aber das hat leider nicht gereicht. Jetzt holen wir uns den Russen hier. Würde übrigens auch mit Standardmunition gehen. Braucht man kein Premium unbedingt. Und das raus. Bleibt Petit bei uns hängen. Wir haben 2590 Schaden geblockt. Und 3848 Schaden selber gemacht. 1120 Schaden haben wir aufgeklärt. Gerade eben von der Arti eingefressen. Die scheint da was gegen uns zu haben. Wir müssen den Fahrer zurück ins Leben holen. Und können uns dann hier wieder austoben. Ne, der muss sie genauer schießen. Seite vom Turm. Müsste normalerweise reichen. Vor allen Dingen mit Heat. Ja, nee, wir haben HE drin. Entschuldigung, mit HE. Machen wir auf jeden Fall Schaden. 50 dB bleibt natürlich hängen. Wir bleiben mit HE hängen. Also soviel zum Thema HE macht immer Schaden. Das könnte mal sowas von abessen. Richtung Kommandantenkuppel auf jeden Fall Schaden. 160. Dreimal kritischer Schaden. Das heißt, wir haben irgendwas auseinandergenommen und wahrscheinlich ein Besatzungsmitglied getötet. Und rausgenommen wird er dann durch Fahrfall 1998 im 212A. Also wenn ihr ebenfalls ein Replay habt für die Replay Challenge, Leute, bitte bei WOT Replays hochladen, mir dann den Link schicken und dann könnt ihr hier dran teilnehmen. Zu gewinnen gibt es Gold im Wert von 10 Euro. Was müsst ihr dafür haben? Das Video mit den meisten Aufrufen auf YouTube, und es müssen mindestens 120 sein. Das wird demnächst noch ein bisschen nach oben korrigiert, weil ja die Anzahl meiner Abonnenten schon deutlich gestiegen ist. Das wäre wahrscheinlich hoch auf 200 korrigieren müssen, damit da die Leute sich auch noch wenigstens ein ganz klein wenig anstrengen müssen. Da fährt die Artillerie. Treffer Nummer 1, alles mit Heat. Das ist ja so eine Sache, muss das unbedingt sein, dass man da nicht mit Standardmunition schießt. Okay. Rausnehmen tut dann ein anderer. Wieder der Zugkollege. Jeweils 3 Kills auf dein Konto und auf das vom Verfall. Wir sind mit 10:9 da leicht im Vorteil, was die Überzahl der Kanone angeht. Jetzt wieder ausgeglichen. Aber wir haben auf jeden Fall die Kontrolle, die Map Control. Da auf der rechten Seite ist eine hübsche Arti. Die möchte gern penetriert werden. Rausgenommen. Durch uns. Vorher noch angezündet. Brutzel, Brutzel. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Da haben wir eine Tortoise. Für die haben wir jetzt keinen Heat mehr. Kacke. Und zwar so richtig kacke. Die müsste jemand von hinten aufs Korn nehmen. T54 Light gibt sich da in die richtige Position. Oder wir können sie umfahren. Wenn sie wirklich so dämlich ist und in die Seite fährt. Tatsächlich macht sie das. Nö. Nö, 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 nö. 5362 Schaden ausgeteilt. 3430 Schaden haben wir geblockt. Kriegt da von der Artillerie noch eine oben aufs Dach. Allerdings hat die nicht richtig getroffen. Und wir haben 2241 Schaden. Unterstützt. 13:11 steht's. Der Gegner noch mit dem M103. Der hat aber nicht mehr viel HP. Und die Tortoise ist noch am Leben. Wir haben noch T54 Light mit gut Sichtweite. Und ein Skoda T50 mit einer recht vernünftigen Kanone und gut Sichtweite. Und unsere beiden Artis sind ebenfalls noch am Leben. Mal sehen, wer dann hier den kürzeren zieht. Ich kann leider nicht viel machen. Der liebe Renovator wird da Renovator müsste da oder hätte er von sich aus auf einen anderen Panzer klicken müssen, damit ich da
ein Bild drauf bekomme. Ich kann es im Nachhinein leider nicht mehr eingeben. Es tut mir leid. Kann da nichts ändern. Tortoise ist offen. T54 Light hatten aufgemacht. M103 ist offen. Wird rausgenommen durch den Verfall 1998, der zu seinem vierten Kill kommt. Und Skoda T50 könnte hier ganz locker normalerweise ins Cap fahren und das Ganze durchcappen. Während der T54 Light da den britischen TD irgendwie unter Beschuss nimmt und auf Distanz hält und davon abhält, zurück ins Cap zu fahren und zu recappen. Aber nö, beide treffen sich davon, um dann in gemeinschaftlicher Manier da rauszunehmen, was rauszunehmen geht. Oh, er hat zweimal Artillerie gefressen. Und da ist er am Ende noch raus. Also Tortoise ist einfach zu unflexibel, ist das typische Feuer und Bewegung. Feuer ist er recht gut. Also DPM ist wirklich hervorragend. Kanone ist die aus dem Conqueror mit 120 mm, 259 Durchschlag auf Standardmunition und mit Hash als HE, also 120 Durchschlag, ist es auf jeden Fall eine gute Kanone, aber eben kein Turm und extrem langsam. Das macht die Tortoise angreifbar, auch wenn sie da runtergefahren ist in ein Gebiet, wo sie sich eigentlich hätte recht gut schützen können. Bringt aber nichts gegen zwei bewegliche Panzer, bis du am Ende verraten und verkauft. So sieht's aus. So, sehr feine Runde. Wir gucken uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Ein fettes High-Kaliber, eine ganze Menge Gedöns und natürlich ist das Ganze auch ein M. 26 von diesen hübschen Anleihen gibt es ebenfalls dafür. Wir sind auf Platz 1, obwohl wir da ja drauf gegangen sind dabei. 1474 Basic-XP haben wir geholt. Das Ganze ist natürlich ein M. Na? Das sollte sich auf jeden Fall blicken lassen. 25 Schüsse abgefeuert, 23 haben getroffen, 13 haben unterschlagen. Wir haben 17.000 plus gemacht, sind 1,7 Kilometer gefahren. Und haben 1200 von unseren 5300 Schaden über 300 Meter gemacht. Ja, sehr feine Runde. Schade, dass du zum Schluss gestorben bist. Ich hätte mich interessiert, wie weit du bei den XP gekommen wärst, wenn da noch ein bisschen mehr gegangen wäre, wenn du zu überlebt hättest bis zum Schluss. Aber die Tortoise war da einfach ja zu gierig und wollte dich unbedingt töten. Zum Schluss hat sie das ebenfalls mit ihrem Leben bezahlt. Jo! Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.